Hi zusammen, Faftorf hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ja, der Patch ist live 1.14. Er ist freigeschaltet. Ich nenne ihn Sonnenbrand-Patch, denn er kommt während des geilen Wetters und ich habe Sonnenbrand. Von daher wird es der Sonnenbrand-Patch. Es ist selten zu sehen, dass hier ein Funktionsupdate und ein Update innerhalb von 4 Meldungen dran sind. Also das ist echt erstaunlich. Und das Patch oder der Patch ist meiner Meinung nach nice. Er ist wirklich geil und da kommen wir schon zum Wichtigen. Seht schon am Bild, der Artefaktfilter. Wie sie schreiben, es geht in erster Linie um Erleichterung beim Gameplay und es gibt ein paar wichtige Änderungen und Fixes. Fangen wir mal an mit dem Artefaktfilter, der ist dazugekommen. Den würde ich euch gern zeigen in der Übersicht. Ihr kommt da rein, wenn ihr ein Item anklickt, habt ihr oben Filter. Und dort könnt ihr jetzt auch nach den neuen Items suchen. Also wenn ihr neue habt, dann könnt ihr nur die neuen anzeigen. Das ist von da oben hier reingerutscht in dem Button. So, wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein Item suchen, wir suchen ein Hauptwert, wir suchen einen Handschuh mit Crit Damage zum Beispiel und als Substat suchen wir Crit Quote. Dann werden jetzt hier alle aufgelistet, die genau diesen Item-Typ haben. Das ist wirklich geil. Damit, das erleichtert mir so ungemein die Arbeit, Gems zu equippen, Gems auszustatten, Gems zu testen, für andere Leute ihre Builds dann zu machen. Das funktioniert mit allem. Wenn wir zum Beispiel einen Hauptwert, wir suchen Defense Prozent Brust, die sollte als Subset auf jeden Fall Geschwindigkeit haben und eventuell noch Genauigkeit. Dann bleibt nur eine übrig, die ich habe. Mit Crit Quote hätte ich dann 3. Und man kann auch die angelegten anzeigen. Ja, also das ist wirklich geil. Sodass man dann, das Item sieht. Das Schöne ist, ich könnte jetzt ausrüsten sagen und er würde direkt vom Apotheker die Ausrüstung direkt zum Torment switchen. Das ist geil, also man kann dann wirklich Artefakte direkt tauschen. Das sollte ungemein helfen. Ja, also ich finde die Suche ich jetzt wirklich nice. Natürlich klar, bei einer Waffe Hauptwerte gibt es natürlich nur Angriff. Ich kann hier keine und Unterwerte gibt es auch keinen Angriffprozent zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal die hier nehmen, ja, wir können ja keinen Defense-Prozent machen. Wenn ihr Defense-Prozent sucht, werdet ihr nie eine Waffe finden, weil Defense-Prozent zum Beispiel nicht geht. Also das Artefakt-Suchsystem ist super. Wir wollen zum Beispiel jetzt hier mal irgendein Champ. Dunkelhain ist ein Angriff-Champ, das heißt, sie werden sie auf jeden Fall auch Damage machen. Das heißt, was wir wollen eine Waffe, die Crit-Quote und Crit-Damage drin hat. Und wenn es noch geht, Geschwindigkeit für die Arena, da haben wir eine. Crit-Quote, nein, die gefällt mir nicht. Die wäre gut, wenn sie triggert. Da ist Geschwindigkeit getriggert und so können wir die Items natürlich hier perfekt für sie raussuchen. Also das geht wirklich bedeutend schneller, so seinen Champion zu equippen. Und was natürlich jetzt auch mega nice ist, man kann sein Artefaktlager aufräumen. Wie? Na ganz einfach, man nimmt die Items, die man nicht mehr braucht. Handschuh. Jeder Handschuh mit Angriff Flat, Defense Flat und LP Flat. Hier sind 3 Stück. Ja, verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Dasselbe gilt für die Brust. Hier ein Flat drin noch, verkaufen. Und dann noch die Schuhe. Schau mal, was wir da haben. Da haben wir gar keinen mehr mit Flat. Defense Prozent haben wir, Angriff Prozent haben wir und LP Prozent haben wir. Geschwindigkeit haben wir. Wenn wir jetzt mehr Kriterien nehmen, wir bei LP Prozent wollen wir auf jeden Fall Geschwindigkeit in den Subsets haben. Das heißt, die Schuhe haben das. Das heißt, alle anderen Schuhe, die zum Beispiel diesen... Nein, Quatsch. Hauptwert LP Prozent, Unterwert Geschwindigkeit. Die Items würden alle bleiben. Wenn jetzt die anderen Items hier alle drin wären, ohne Geschwindigkeit, würden halt zum Beispiel rausfliegen bei mir. Aber dadurch kann man natürlich alles, was schlechte Items ist, kann man wegpacken. Das ist wirklich super. Wenn wir zum Beispiel eine Waffe, Hauptwert natürlich Angriff und Unterwert hätten wir Genauigkeit, Widerstand und Defense drin. Gucken wir mal, ob wir irgendeine Waffe hier zusammenkriegen, die... Okay, da ist aber Crit-Quote mit drin. Hier zum Beispiel sowas, ja. Jetzt haben wir gerade gesehen, wir haben Widerstand, Genauigkeit und LP. Das ist natürlich eine Waffe, die brauchen wir nicht mehr. Weg. Und das lässt sich natürlich super erleichtern. Also Artefaktlager ist wirklich top. So, dann kommen wir zu den nächsten Sachen. Und zwar, die Maximalgröße der Sammlung wurde gesteigert. Und zwar ist sie jetzt auf 200 Champions hoch. Ich habe meine schon geupgradet. Sie kostet 100 und dann immer 10 mehr. Also 100, 110, 120. Und irgendwann, das letzte kostet dann 220. Für mich nice to have, ja. Also ich brauche den Platz unbedingt, wenn wir dann wieder Splitter öffnen.
ist das sogar nice, weil wir dann einfach mehr Platz haben für Splitter. Na. So. Aber das kann auch jeder selber nachgucken. Das wäre jetzt nicht so die wichtige Änderung. Dann gibt es eine Änderung bei den Phoenix-Team. Und zwar nach 50 Runden kann keiner wiederbelebt werden. Ja, das ist schön, weil damit auch die Unkillable-Comp gleich dem Wiederbelebungs-Comp ist. Und somit man dann nicht zu sehr Vorteile daraus zieht. Wichtig ist anzumerken, dass dieses Team trotzdem noch mit zwei Keys Ultra Nightmare schaffen kann. Dann haben sie das Schlachtinterface verfügt über einen Rundenzähler und einen Schadenzähler. Das habe ich schon mal gesagt. Da gibt es dann rechts eine Anzeige. Das funktioniert ziemlich gut, wobei ich den noch ein bisschen buggy finde, weil ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Giftschaden getriggert habt und ihr seid dann dran, dann wird der Schaden wieder reduziert. Ich weiß nicht warum. Da muss ich nochmal gucken und mal nachfragen, was das soll. Und es gibt einen neuen Punkt, wenn ihr eure Truhe noch nicht abgeholt habt. Und zwar erscheint der hier oben dann. Hier oben beim Clan-Boss gibt es dann diesen Punkt. Der erscheint, wenn ihr eure Truhe noch nicht abgeholt habt. So, dann machen wir weiter mit den großen Sachen. Dann haben sie das Schlachtlimit. Und zwar gab es die Möglichkeit, ja ein Team zu pushen. Also wenn man immer gegen denselben Gegner immer wieder gespielt hat und man hat sich absichtlich verlieren lassen, hat der Punkte bekommen. Den haben sie jetzt einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, wir haben die Steinschlachtlimit greift nach 10 Schlachten innerhalb von 24 Stunden. Ab diesem Zeitpunkt kannst du diesen Spieler nur alle 15 Minuten angreifen, ja, bis die 24 Stunden verstrichen sind. Dadurch ist es nicht mehr möglich, unendlich oft gegen einen Champion zu oder gegen einen Spieler zu spielen, um den zu pushen. Das machen gerne Clans. Was damit leider noch nicht ausgemerzt ist, dass mehrere Champions, mehrere Spieler auf einen Spieler draufgehen, um den zu pushen. Nichtsdestotrotz ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Dann haben sie noch ein bisschen was geändert für die frühen Spielphasen. Vielleicht merkt man das ja an unserem Free-to-Play-Account, den wir für die Community erstellt haben im Twitch-Stream. Und zwar die Silbermenge für den Abschluss der ersten 7 Fortschrittsaufgaben wurde gesteigert. Die Hauptwerte der Artefakte, die für das erste Bewältigen von Abschnitt 7 des Schlosses von Karo und Abschnitt 7 der Unterwelt von gegeben werden, wurde geändert. Und neue Spieler erhalten jetzt ein Lebensraub-Artefakt-Set aus dem Belohnungsprogramm 1 für neue Spieler. Okay, hätten wir vielleicht ein bisschen Tage später ankündigen, was auch immer das heißt. Ein ganzes Set, so wie es aussieht. Lebensraub-Artefakt-Set. Mal gucken. Schauen wir mal. Fraktionskrieg-Ausgleich. Das ist super. Wir haben den Schwierigkeitsgrad der Fraktionsabschnitt 8 bis 21 gesenkt. Also nochmals. Dann, es gibt keinen Rang 2 Glyphen mehr aus der Gruft 13 bis 14. Das ist super. Wir haben die Chancen auf Rang 3 und Rang 4 Glyphen aus den Gruftabschnitten 10 bis 12 gesteigert. Das ist super. Die Chancen auf Rang 2 Glyphen wurde verringert. Das ist nice, denn wenn man Progress macht, kriegt man mehr Glyphen. Da es jetzt nochmal gesenkt wurde, denke ich, dass es dann auch reicht. Also sonst wird es dann wirklich zu einfach. Denn 21 soll in meinen Augen schwer sein. Ja. Dann da gibt es ein Leggy-Buch, das ist die schwerste Stufe, die sollte nicht zu leicht werden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leicht wird. Aber an sich ist es eine sehr gute Änderung. Auf jeden Fall positiv für uns. Und dann kommt was, was ich, es wird ja mal gesagt, Rotos ist zu stark. Das liegt aber nicht an Rotos, sondern es liegt am Unnachgiebigkeits-Set. Das haben sie jetzt geändert. Unnachgiebigkeitsartefakte bieten nicht länger Zusatzrunden, wenn der Träger auf anderem Weg eine Zusatzrunde erhält, wie zum Beispiel seine eigenen Fähigkeiten oder die Fähigkeiten von Verbündeten. Das ist super. Aktuell war es nämlich folgendermaßen. Rotos hat auf seiner A1 eine 30% Chance von Zusatzrunde. Und das war dann so, wenn das sie triggert hat, konnte man von neuen diese 18% Chance ergattern für eine neue Zusatzrunde. Dann ist es gesnowballed und hat dann ganz, ganz viele Runden generiert. Das passiert jetzt nicht mehr. Ob der sich jetzt dann ohne Relentless Gear und dafür stattdessen mit normalen Gear lohnt, werde ich jetzt die nächste Zeit testen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Da ich aktuell erst mich mal um Marschall kümmere, der ist von mir heute equipped worden. Ziemlich auf Damage. Ja, also mit Damage kann er macht ziemlich viel Spaß. Dazu kommen wir dann aber im getrennten Video. Und dann gehen wir weiter. Also es ist gut, dass sie das gemacht haben, weil dadurch kriegen die Champions mit Zusatzrunde weniger mit Chancen mit diesem Artefakt-Set. Das ist dann gleich wie in den anderen. So, dann haben sie Champions behoben. Und zwar bei Gräfin Lilithu wurde der Effekt entfernt, perfekte Verschleierung. Das liegt aber einfach daran, dass der Verschleierungsbuff jetzt allgemein einen Defense Decrease gibt. Und zwar der Verschleierungsbuff 7,5% und der perfekte Verschleierungsbuff 15%. Das führt dann dazu, dass sich für sie nichts ändert, aber für alle anderen, die sich den Verschleierungsbuff geben können. Bei Lord Chamfort wurde der Effekt geändert, dass die A1 eine Chance hat auf einen Death-Verringer. Ja, und vorher war es eine Zusatzchance von 15% auf einen kritischen Treffer. Wenn wir uns ihn jetzt anschauen, hat er jetzt hier einen Death-Verringer. Die Chance steigert aber nicht. Die 45% Chance bleibt einfach bestehen. Mit Mastery sind es dann 50%. Und ihr seht schon, sein Schaden basiert auf LP. Ja,
greift alle Gegner an, verleiht für 2 Runden Angriff und Genauigkeitsfrage, den verleiht er einfach, was nicht schlecht ist. Und sein Passiver verleiht diesen Champion zu jeder Runde zu 2 Runden ein Schild 20% seiner maximalen LP. So, und da er jetzt Schaden auf LP macht, wird er auf jeden Fall getestet, wie er jetzt ist, wenn man ihn wirklich hochskaliert. Schön mit LP ausstattet, mit 22k LP ist okay, das ist jetzt nicht mehr die Welt. Und dann schauen wir mal, wie er ist. Ich habe ihn und damit wird er auch getestet. Das sage ich euch dann, wenn ich ihn getestet habe. Falls ihr das wissen wollt, rechtzeitig einfach meinen Discord-Channel joinen oder Server joinen, dann erwarte ich es dort relativ frühzeitig, sonst natürlich hier im Video später. So, dann haben wir mal Schalt und da ist viel passiert. Und zwar seine A1 greift ab sofort nach dem ersten Treffer auch alle Gegner an, die einem Entziehen der Debuff unterliegen. Als ich den zuerst gelesen habe, dachte ich, naja, aber das Beste ist seine A2. Und zwar verleiht sie allen Verbündeten für 2 Runden den großen Crit Damage Steigerer Buff. Ja. War vorher ein 30% Crit Quote Steigerer Buff. Braucht man jetzt nicht mehr, das heißt Crit Damage Steiger. Das heißt, wir machen mehr Schaden und gewährt nun außerdem Zusatzrunde. Und wenn man ihn aufsteigen lässt, dann verleiht er zudem allen Gegnern für 2 Runden lang eine wahre Angst und einen Leech Debuff. Und er kriegt dann eine Zusatzrunde. Das heißt, er macht Angst und Leech auf den Gegner, sich selber Crit Damage Steiger und kann dann Damage machen mit der A1. Das ist schon ziemlich nice. Also. Vor allen Dingen, der Crit Damage Steiger geht auf alle. Das heißt, wenn ihr in der Arena mit ihm zuerst dran seid, ihr Leech und Angst auf die Gegner macht, mit Crit Damage Steiger auf euch, kann der zweite Damage Dealer nochmal 30% mehr Crit Damage machen. Was es viel ist. Und die Fähigkeit 3 greift einen Gegner an und bietet eine Chance ins Gebuck von 100% vor dem Angriff alle Buffs vom Ziel zu stehlen und verleiht für 2 Runden einen 100% Heilungsbringungs-Debuff. Verleiht diesen Champion zu nehmen für 3 Runden 2 Dauerheilungsbuffs. Steigert den Schaden gegen Ziele ohne Buffs um 50%. Das heißt, hat man sie geklaut, macht er 50% mehr Damage. In den Dungeon habe ich schon 160k Treffer gesehen. Das ist enorm. Der greift wahnsinnig hart an. Also ist wirklich geil. Marschall ist echt cool geworden. Bei Mortukaba finde ich, dass die Chance gesteigert wurde von 10 auf 20. Die geheime Fähigkeit freischalten. Und jeder Treffer bietet jetzt eine Chance von 90% für 2 Runden einen Block Buff Debuff zu verleihen. Vorher war 50%. Und ab sofort kann diesem Block Buff nicht mehr standgehalten werden, wenn das hier ein Heimsverhaltungs-Debuff unterliegt. Das heißt, es soll da mit anderen Champs synergieren. Schauen wir mal. Der Schwurträger greift es alle Gegner an und bietet eine Chance von 75% allen Gegnern einen kleinen Angriffsverringer-Debuff zu verleihen und bietet außerdem eine 55% das Rundenmedaillenziel um 20% zu senken, 50% wenn Angriffsverringer-Debuff unterliegt. Ja. Neuer Effekt, die Chance auf den Blocker abklingt sein, die steigert sich nun auf 100%, wenn er 10 Angriffsverringer. Also erstmal ist nur der kleine. Warum nicht den großen? Ich weiß nicht, also irgendwie, vielleicht wird der auf der Große, wenn er dann aufgestiegen ist. Aber so auf jeden Fall macht er für mich erstmal, vor allen Dingen ist das hier leider nur auf einen, ne? Greift einen Gegner, das ist alles, oh ne, er greift alle Gegner an. Und dann einschüchtern, die Chance auf Blocker abzunehmen, steigert sich nur auf 100, wenn das hier angreift. Okay, da schauen wir mal, wie das funktioniert. Das kann er doch ganz gut synergieren. Probieren wir. Richter auf der Grube. Verringert nun die maximale LP jedes Ziel um 30% des angerichteten Schaden, vorher 10. Das ist okay. Effektänderung für die aufgestiegene Version. Ab sofort verleiht jeder Treffer allen Gegnern für 2 Runden ein Gift-Debuff, vorher nur dem Ziel. Allen Gegnern für 2 Runden ein Gift-Debuff. Okay, naja. Klingt jetzt nicht sonderlich ein Gift-Debuff. Was soll das? Dieser Debuff kann nun entfernt werden, ja, okay. Verfluchung. Greift ein Gegner an, der kritische Schaden steigert sich mit jedem Gift-Debuff auf dem Ziel um 20%, ist bis zu 100% stabil über alte Versionen, greift kopiert das, okay. Das heißt, wenn man den Gift-Debuff macht, macht er 20% mehr Damage. Würde man dann noch mit einem anderen Gift da draufhauen, könnte der natürlich ziemlich ausarten. Aber ist alles nur ein Gegner. Probieren. Klingt jetzt nicht so doll. Kann natürlich ziehen, 100% ist natürlich viel. Das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Vielleicht ist er gut gegen Endbossen gut. Mit Draco oder vier Giftstacks drauf und mit ihm noch ein Giftstack und dann macht er 100% mehr Schaden, kann ziemlich gut werden. Das probieren wir auf jeden Fall mal. So, dann haben wir Virgis.
Neuer Effekt verleiht jetzt für allen Verbündeten für 2 Runden mit Ausnahme von ihm Verbündetenschutz sowie einen Deathsteiger-Buff. Ihm. Also die Teammates bekommen Verbündetenschutz, er bekommt einen Deathsteiger. Und ihr passive Skill verleiht diesen Champion jetzt einen Schildbuff im Wert von 10% seiner maximalen LP, wann immer dieser Champion 10% oder mehr seiner maximalen LP durch einen einzelnen Treffer verliert. Der Schildbuff durch diese Fähigkeit zwingt dieser Fähigkeit eine Abklingzeit auf. Der Schildbuff wird auch dann verliehen, wenn diese Fähigkeit der Abwehr durch den Entscheidungseffekt unterliegt. Ah, okay. Macht für mich Virus jetzt nicht wirklich viable. Der Häuptling. Die Abklingzeit wurde von 5 auf 4 Runden verringert. Stiehlt jetzt dem Ziel 100% der Wahrscheinlichkeit 2 zufällige Buffs. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Vor allem in der Arena. Gegen Blocket Divas Buff und Defense oder sowas. Das könnte ganz gut werden. Steigert jetzt hier den Defense-Wert für jeden Toten verbindet um 15%. Okay, das jetzt, ne? Außerdem haben wir die Fähigkeitsmechanismen von Lord Shemfords Kampagnen-Boss-Variante im Schloss von Tarot gleich geändert. Seine dritte Fähigkeit hat nicht alle Änderungen erhalten, welche Spielausschämmer von Lord Shemford. Ah, Gott sei Dank. Das gilt dann für die Kampagne, weil sonst wäre der nämlich zu stark gewesen. Ja, haben sie doch hingekriegt. Super. Was das jetzt hier sucht und nicht da oben. Warum steht das hier unten beim Häuptling? Das ist so geil. Okay, also es gilt noch für Lord Shemford, ne? Und dann haben wir die Fähigkeit 3. Bietet ab sofort eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dem Gegner, der diese schon angreift, für eine Runde einen Geschwindigkeitsbringer Debuff zu verleihen. Das heißt, jeder, der ihn angreift, da er Provoke geben kann. Wir gucken uns den Häuptling einfach mal kurz an. Skinwalker. So. Tier 1 Provoke, genau. Und dann sein Passiver. Vielleicht für 2 und ein Provozierender steht 2 zufällige Buffs vom Ziel. Aber hier steht es noch nicht drin. Hier steht reflektiert den Schaden. Stimmt die News nicht, sag mal. Wieder irgendwas verbockt. Nee, das ist von Lord Shemford hier, der geänderte Effekt. Das gehört eigentlich nach oben. Wollte gerade sagen. Okay, das gehört einfach zu Lord Shemford hier. Der Skill. Ja, da haben sie die News ein bisschen verkackt. War, wem wundert's. So, dann haben wir noch Änderungen an Buffs und Debuffs. Und da kommen wir jetzt zu dem Enzin-Debuff. Der hält jetzt 18%, vorher 10%. Ist natürlich auch super mit Marschalt, da er ja Leech-Debuff gibt auf die ganze Gruppe. Und auf die feindliche. Dann haben wir den perfekten Verschleierung- und Verschleierungs-Debuff. Wie vorhin schon, Buff, den wir vorhin gesagt haben. Verschleierung gibt jetzt ein Damage-Reduzierung von 7,5% auf Flächenangriffe und perfekte Verschleierung 15%. Da braucht man nicht mehr Lilly zu, das heißt, macht jetzt jeder Champ, der sich perfekte Verschleierung Buff gibt. Das funktioniert auch mit Visier. Ohne Lilly. So, dann haben wir Angst und wahre Angst-Debuff. Werden nicht mehr von Verteile-Debuff-Effekten oder Effekten, welche die Laufzeit von Debuffs verlängern bzw. senken, beeinflusst. Angst und wahre Angst sind sehr, sehr starke Debuffs. Und wenn man die wahre Angst lieber verlängert auf 2 Runden, dann ist man ja fast, es ist eigentlich schon erledigt. Ja. Und aus diesem Grund hat man in den Masteries die Möglichkeit entfernt, diesen wahre Angst-Debuff zu verlängern. Und zwar, wenn man eine Mastery sich anschaut, gibt es ja hier unten die Möglichkeit, das Ding zu verlängern. Da steht jetzt hier drin, wahre Angst und Angst wurden hinzugefügt oder Bombe. Ja. Das gilt für alle, die auch die Möglichkeit von Debuffs erhöhen. Also Scharfschütze hatte die Möglichkeit, 5% mehr den Debuff zu verwenden. Das wurde für Angst und wahre Angst Debuff unterbunden. Das ist dann in dem Fall für Madame Cerise genauso gültig wie für Tornado Frank. Ja? Also das gilt für die ganzen Champions, die diesen Debuff applyen. Finde ich gut, weil, wie gesagt, der Angst Debuff sehr, sehr stark ist. So, dann haben wir einige Fertigkeiten wurden ebenfalls verändert und die Wechselwirkung mit beiden Debuffs verändert. Und dann stehen die ganzen Dinger hier durch, wo das denn der Fall ist. Dann gab es ein paar virtuelle Effekte, das finde ich gut. Wenn jetzt zum Beispiel ein passiver triggert bei Madame Cerise, dann macht sie die Bewegung wie von ihrem A3. Dadurch sieht man, dass der Skill ausgeführt wurde. Finde ich gar nicht schlecht. So, jetzt kommen aber die Verbesserungen der Spielerfahrung. Im Fusionsinterface werden jetzt die Champions in der Champion-Hülle angezeigt. Das ist super. Wenn wir hier drauf sind, halt nicht das, sondern dahin, und wir wollen eine Fusion machen, dann sehen wir alle Champions, auch die in der Champion-Hülle liegen. Ja, sieht ihr hier, die ist in der Champion-Hülle, damit man weiß, welche man für die Fusion braucht. Was wirklich super ist. Das ist eine, wird schon lange sein müssen, das war schon lange Pflicht. Dann haben sie Champions mit Flächenfähigkeiten, die Schaden anrichten, nutzen diese Fähigkeiten jetzt im Automodus gegen den Eiskolem und seine Diener.
Das ist super. Das gerade mit geweihter Ritter. Jeder, der den Battle Pass geholt hat, was ich ja empfohlen habe, hat den geweihten Ritter und der wird es dort lieben. Ihr werdet so viel schneller damit heran, wird so viel safer. Das zeige ich euch gleich noch. Dann haben sie die geändert, die UI für den Posteingang. Und zwar haben sie jetzt hier mehr Platz. Man sieht es jetzt hier, ja. Wir sehen mehr. Und wir haben hier oben, können wir dann jeweils das noch raussuchen, was wir brauchen. Das ist schon ganz gut, ja. Also einfach, das macht sich in meinen Augen ganz gut. Dann haben wir, wieder ganz nach unten scrollen, könnte man sich die Position nochmal merken. Das Tageslevel für Ereignispunkte wird ab sofort im Hauptereignis mir angezeigt. Das ist richtig. Verbesserte Schlachtpass-Anzeigemechanismen. Genau, also, und zwar beim Schlachtpass wird jetzt die Punkteanzeige angepasst auf dem, wo man. Ich gehe mal gerade, das haben wir alles schon gemacht. Jetzt wird es hier alles zurückgesetzt. Da geht es darum, dass nicht mehr der Punkt leuchtet, wenn man den Battle Pass gekauft hat. Und bei den Ereignissen ist es so, man sieht dann hier draußen schon, ob man, wie viele Punkte man gemacht hat, muss nicht mehr reingehen. Also sieht man hier 28 von 250, 44 von, also geht nur für heute. Ja. Und das finde ich ganz gut, weil man braucht nicht immer da reingehen und gucken, ah, ich habe 28, das sieht man ja auch schon draußen. Auf jeden Fall gut. Ja, ist eine kleine Änderung, aber wie gesagt, Quality of Life Patch. Und so viele kleine Änderungen, die waren, wurden Zeit, dass die kommen, bin ich ganz ehrlich. Und dann, es wurde ein Fehlerbogen, der dazu führt, dass die Sprache bei Wettbewerben geändert wurde. Und das stimmt, den hatte ich auch schon mal. Ein Fehler, der verhindert, dass Septimus passive Fähigkeit die Dauer von Gift-Debuffs auf den Klammer steigerte, wurde behoben. Das ist mega nice. Dadurch hat er, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass er getriggert hat. Und dann wurden die Gift-Debuffs nicht verlängert. Jetzt schon. Ich denke, dass er noch stärker geworden ist. Und dann gab es noch viele kleine Fehler und Verhebungen und Verbesserungen. Leider haben sie noch einen Bug reingebracht bei Lilly. Lilly gibt das Schild jetzt immer nur auf sich, selten auf die Teammates, was schade ist. So, was ich aber zeigen will, wenn wir schon in den Dings drin sind, und zwar, wenn wir hier drauf gehen und wir nehmen jetzt unsere beiden Royal Guards. Das heißt, für alle, die jetzt hier das Problem hatten, dass euch der Eisgruder mehrmals getötet hat. Das war dann ein bisschen problematisch, weil kein Angriffsverringerer macht. Und der Champ hat den Skill erst ausgeführt, wenn der Eisgolem sein bei den Adds tot waren oder seine Adds getötet wurden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sämtliche Champions führen ihre AOE-Skills jetzt auch so aus, was die Sache aber auch bedeutend gefährlicher macht. Ja, also wenn jetzt Royal Guard seinen Damage macht, dann kann es passieren. So, einmal, und jetzt kommt der andere Royal Guard dran, wenn er dran kommt. Das ist wirklich geil, weil dadurch sind wir natürlich, wenn ihr Glück habt, bedeutend schneller. Seht ihr, jetzt sind wir schon, und jetzt Glück gehabt, wir haben Angriffsverringerer drauf. Hätten wir das jetzt nicht drauf, wären wir jetzt weg gewesen. Dadurch wird der One mit Stack Knight aber schneller. Muss man wirklich sagen. Wenn wir das Ganze mit Draco machen, anstatt Stack Knight, also ohne Angriffsverringerer, dann wird der Run ziemlich squishy, weil der Treffer, den wir eben bekommen haben, der hätte uns instant getötet. Weil ohne Angriffsverringerer macht der Eisgolem ziemlich viel Schaden. Das heißt, es kann sein, dass Teams jetzt bedeutend besser funktionieren oder auch bedeutend schlechter. So, dann lassen wir das mal laufen. Ja, jetzt kommen wir die ganz normalen Divas-Geschichten. Da kommt der AOE. Jetzt kommt der Skill. Und jetzt ist es schön, jetzt hat. Zack, seht ihr? Und da sind beide Royal Guards weg. Und puff. Und genau das meine ich, dieser One, das macht das Sache so squishy. Ja, es wird jetzt bedeutend gefährlicher. Darauf müsst ihr achten. Deswegen ist es gut jetzt, mit Stack Knight zu spielen. Mit Stack Knight funktioniert es einfach. Der Defense Decrease, der vorher. Wird von allen jetzt auf AOE gemacht. Das gilt genauso für unseren lieben Royal Guard. Und auch der Stun von Tornado Frank wird jetzt als AOE ausgeführt. Also sämtliche Skills, die AOE Damage gemacht haben. Das führt dazu, dass der One wirklich schneller und einfacher wird. Also jetzt auch hier, wie wir sehen, macht jetzt diesen AOE, diesen Defense Decrease, macht er jetzt auch am. Am Eisgolem.
So, der erste AOE. Jetzt dieser Zack und der linke Royal Guard weg. Und der, na, fast der letzte auch noch. Also das wird dadurch ein bisschen squishiger, ja. Das heißt, ich finde Stack Knight dann hier wirklich die erste Wahl, weil Attack Decrease und, wie seht ihr das schon, Defense Decrease ist einfach eine coole Kombo. Das wollte ich euch mal zeigen. Das funktioniert wirklich nice. So, dann haben wir, wie gesagt, mal Schalt gebufft. Und der ist echt witzig geworden, weil er durch seine Skills schon so richtig multiplen Schaden machen kann. Also ich mache ihn jetzt hier mal alleine rein. Er debufft die Gegner und gibt sich Zusatzrunde und dann 98er, zack, zack. Ja. Da sieht man 90k und buff 50k dann auf die Ads. Also, das ist wirklich lustig. Er funktioniert sehr, sehr gut. Ich werde ihn noch ein bisschen weiter testen, da gibt es dazu auf jeden Fall noch ein Video. So, wenn wir auf die Änderung beim Ice Golem eingehen, wird das für, vor allen Dingen für Kael oder für andere Champions, die AOE machen, ziemlich bitter. Dort, wie gesagt, da müsst ihr aufpassen, nehmt euch dann den geweihten Ritter mit. Dann das Artefaktlager wird euch viel Spaß bereiten. Ja, und dann würde ich sagen, das soll es hier für das News-Video gewesen sein. Ein kleiner Tipp noch zum Ende. Morgen kommt eine Fusion. Und zwar reden wir über einen neuen Champion. Es gibt einmal... Da ist er. Ich finde ihn, er sieht irgendwie nur ein bisschen monströser aus wie... Keine Ahnung. Nehmen wir mal irgendeinen wie er hier. Seht ihr das irgendwie? Ist jetzt nicht großer Unterschied. Haben sie nur ein bisschen brutaler gemacht. Schauen wir mal auf sein Skillset. Also er hat eine gute Base Defense, eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit und sehr gute LP. Schauen wir sieht auf Defense. Greift den Gegner zweimal an und jeder Treffer füllt das Rundenmeter dieses Champions um 5%. Also er kriegt 10% Rundenmeter. Hat eine Chance von 30% diese Fähigkeit zu wiederholen. Verleiht dem Ziel für zwei Runden ein 100% Heilungsvermögens-Debuff. Wenn diese Fähigkeit wiederholt wird. Okay. Naja, ist okay. Ja. Verleiht diesen Champion für zwei Runden einen Stärkungs-Debuff und bietet eine Chance von 75, gebuckt 100% dem Ziel, das er angreift, für eine Runde einen Provoke-Debuff zu verleihen. Okay. Ah, nicht so dolle. Umklammern, greift alle Gegner an, bietet eine Chance, gebuckt von 100% für zwei Runden Angriffsverringerer-Debuff zu verleihen. Okay, das ist okay auf vier Runden CD, aber naja, da wäre zum Beispiel Stagnant auch wieder besser. Auf vier Runden CD nur zwei Runden Angriffsverringerer zu verleihen, klingt jetzt nicht so doll. Dann haben wir fieser Gegner, die erste Passive, verringert die maximalen LP dieses des Angreifers bei einem Angriff um 5%. Also wenn er angegriffen wird, kann die maximalen LP eines einzelnen Gegners nicht um mehr als 50% verringern. Tritt einmal pro feindlichen Angriff auf, wirkt nicht gegen Endbosse und bietet eine Chance auf 50% zielen, deren maximale LP um 20% mehr verringert, weil er wahre Angst zu verleihen. Das heißt, er muss dafür ja viermal angegriffen werden und hat dann nur eine 50%ige Chance, den Angst zu verleihen. Ja. Und belebt Schädelheit zu Beginn jeder Runde mit 50 LP und 50% Rundenmeter wieder. Wenn sie im Team mehrere Schädel öffnen, der wird immer wieder belebt. Okay, das ist natürlich... Also wenn der mit 50% Rundenmeter wiederbelebt wird, dann er angegriffen und reduziert jedes Mal den Gegner seine LP. Ich vermute mal, dass wenn er der Letzte ist, der stirbt, dass er dann nicht wiederbelebt werden kann. Weil es ja zu Beginn jeder Runde, also ja, die müssen auf jeden Fall nochmal drankommen. Aber wenn, dann kommt er jede Runde am Anfang mit 50% LP und 50% Rundenmeter wieder. Das klingt für mich so ein bisschen unausgewogen. Ich weiß nicht, Widerstand ist sehr, sehr hoch mit 90. Die Stats sind gut. Wir müssen mal gucken, was er macht, aber ich sehe ihn jetzt nicht so als er ist vom Typ Kraft. Das heißt, beim Drachen ist er eine gute Affinity und beim Fire Knight, bei der Spinne und beim Ice Golem nicht. Okay. Ja, der ist ab morgen fusionierbar. Natürlich gibt es am morgen von mir nochmal ein Video, dann schauen wir genau drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao.